Grüßt euch, Leute. Ihr bekommt mich jetzt auch mal wieder zu Gesicht. Ja, lange Zeit war ich weg. Naja, für euch glaube ich, so Anfang Oktober müsstet ihr noch was gehört haben von mir. Heute ist der 7. Dezember. Ich hoffe, dass ihr es auch bald schafft, das Video dann hochzuladen hier. Ja, wie schon in dem Community-Beitrag geschrieben wurde von meiner Freundin, lag ich im Krankenhaus. Ja, ich kann ja einfach sagen, was ich hatte. Ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch. Ganz so dramatisch, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich hatte eine Blutvergiftung. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Ja, und dadurch halt dann noch eine Lungenentzündung und eine Rippenfellentzündung. Das war nicht so schön. Da lag ich, glaube ich, vom 17. Oktober oder was, dann 2 Wochen im Krankenhaus. Knapp 2 Wochen, ich glaube 13 Tage oder so waren es. Ja, das war nicht so schön. Und dann war ich ja erstmal daheim und ja, bin jetzt so seit gut 1,5, 2 Wochen wieder ein bisschen so am darum machen. Es geht besser, aber es war lange Zeit schlecht und ich habe dadurch auch schlecht Luft gekriegt und ja, mir ging es so allgemein im ganzen Zustand nicht gut, kein Hunger, nichts. Ja, aber was willst du machen? Jetzt ist es wieder besser. Heute ist eigentlich, ja, es ist gar nicht so kalt. Ein paar Grad haben wir immerhin. Ist recht schönes Wetter. So, hat ein bisschen geregnet, das ist auch wichtig. Ich habe gerade Ballen geholt. Da vorne, der hier, der ist noch vom letzten Jahr. Ja, genau. Gesät haben wir alles gekriegt dann auch noch, nachdem ich aus dem Krankenhaus heimgekommen bin, haben wir noch ein bisschen. Dann gleich gesehen, das war nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Also ich habe dann auch noch was gemacht. Mein Vater hat mir zwar auch geholfen, aber wie es ja immer so ist, aller Bauer, der will dann auch immer selbst. Also ich als aller Bauer, der will dann auch immer selbst noch mal was machen. Da habe ich mich dann draufgesetzt, ein paar Tage später auf den Schlepper und habe halt geackert und gesät. Das hat gut geklappt, da ging es mir gut. Das Sehen hat auch gut geklappt, ja, nur dann danach, da ging es wieder bergab. Naja, was willst du machen, ne? Kannst nichts machen. Genau. Das hier habe ich, glaube ich, so 3, 4 Tage davor gesät, bevor ich ins Krankenhaus bin. Das ist Weizen. Ich glaube, RGT Reform, der ist ohne Gran. Genau, und danach habe ich hier vorne die Brocke gesät noch. Der ist auch jetzt so aufgelaufen. Den habe ich, glaube ich, so Anfang November dann gesät, oder letzter Oktober, Anfang November, also eigentlich ziemlich spät, aber das ist nicht so schlimm, also von daher, genau, ja, der kommt jetzt auch da drüben. Ja, mein Vater hatte die Gerste gespritzt gehabt, die hat mir gesät im Flock. Ja, die sieht nicht so gut aus, die ist sehr gelb geworden durchs Spritzen. Ist allgemein, bei vielen sieht die Gerste hier ziemlich schlecht aus. Ja, gerade hier am Rand, ne? Aber da drinnen, also oben das Stück ist besser, das nicht. Hier ist der Weizen, der ist gut aufgelaufen. Da ist auch noch nichts gespritzt, wird im Frühjahr gespritzt. Ja, ich weiß nicht, ob es am Spritzen gelegen hat oder nicht. Aber ja, bei anderen sieht es ein bisschen besser aus, bei manchen sieht es noch schlechter aus und bei manchen sieht es top aus. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was wir da machen. Dann kann ja auch wieder werden. Oder vielleicht auch nicht. Das ist das erste Jahr, dass das mal so ist, dass es das nicht gelungen ist. Sonst war immer so, dass wir super Gerste, also im Herbst, Winter hatten, ein bisschen gelb war sie immer dann nach dem Spritzen. Das ist auch völlig normal. Aber das ist so komplett, das ganze Feld so gelb am Vorgewände, ja, da kenne ich das. Hier wie hier beim Weizen da, dass das hier immer mal so ein bisschen gelb da ist. Keine Ahnung, kann auch von Bodenverdichtung oder so kommen, ist ja hier so am Vorgewände. Aber eigentlich passen wir da schon ganz gut auf, aber so ein bisschen, ja, ist das immer. Hier mal drinnen ist es nett. Ja, das ist das andere Zurechtmachbild. Das kann schon gut sein, dass das hier so vom Drehen kommt. Das siehst du überall. Also bei anderen, bei uns. Das ist normal. Genau. Ja, aber ich finde es gut, dass es mir wieder gut geht. Und ich will auch hoffen, dass ich dann naher Zukunft wieder noch ein paar Videos für euch gemacht kriege. Das ist ja leider alles ein bisschen kurz gekommen, aber ja, mal sehen. Vielleicht schaffe ich es ja dann nochmal jetzt ein paar zu machen dieses Jahr oder so.
Und nächstes Jahr dann wieder Vollgas, ne, wie immer. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr treu geblieben seid. Die Zeit ist ja jetzt nicht so lange gewesen, aber ist ja trotzdem nicht selbstverständlich. Ja, jetzt im Anschluss, ich habe ja noch einen Vlog aufgenommen, den Teil 2 von dem ersten da, den ich hochgeladen hatte, wo wir die Gerste gesät haben. Den habe ich, hab, wir haben wir noch nicht, habe ich auch noch nicht hochgeladen, die Aufnahmen hier. Ich glaube, da ist Tritikale sehen und hier Weizen sehen und sowas alles dabei. Den kann ich euch ja noch zeigen. Das könnt ihr ja gerne sehen. Und da sind sogar Aufnahmen dabei, hier wo wir das nach dem Krankenhaus das gesät hatten. Genau. Ja, wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, euer Janni. Tschüss. Meine Freundin und ich sind wieder am Weidemachen. Ja, hier habe ich noch den Graben ein bisschen ausgezäunt, dass sie dann nicht alles wieder zumachen, wühlen. Ja, da runter. Das Wasser versteht auch schon da. Jetzt will ich hier noch die Rolle den Alter hinstecken. Da steht er ganz schön. Genau. Ja, das wusste ich mit einer Hand. Geht's nicht. Alles verdrahtet. Unten ist dann jetzt das Tor. So, Schlepper hatte ich hier stehen. Da wollen wir mal da runter. Jetzt wollen wir bei meiner Freundin noch weitermachen. Und vielleicht komme ich heute Abend noch zum Ackern. Mal sehen. Haben wir da schön was vorgenommen heute. Am Tag der Deutschen Einheit. Naja, was soll's. Muss immer weitergehen. Ich habe jetzt angefangen zu ackern. Hier war Gerste, einmal gegrobohrt, dann schon direkt schön aufgelaufen. Alles. Ja, hier ist jetzt das Geackerte. Es ackert sich ziemlich, also trocken. Es ist ganz gut, wie es sich so ausackert. Obendrauf könnte es teilweise noch ein ganz kleines bisschen trockener sein, aber außenrum habe ich viermal nochmal gegrobohrt innen drinne. Nicht. Hier, seht ihr die Disteln? Ach, muss man im Auge behalten, das ist wichtig. So, jetzt muss ich den Flug noch ein bisschen verstellen. Das ist eigentlich schon ganz gut, aber er zieht mir noch ein bisschen mehr vom Geflügel zu viel weg. Deswegen, da will ich gleich noch mal ein bisschen verstellen. Die Anschläge, ja, die Endfurche ist ziemlich tief noch. Da muss ich noch ein ganz kleines bisschen was verstellen und dann müsste es eigentlich schon mal gehen. Hier an dem Stück geht es eigentlich mit der Flugeinstellung. Wenn du den einmal richtig eingestellt hast, dann kannst du bis runter ackern und beim Vorgewenden musst du dann wieder verstellen, weil das ist jetzt gerade, das geht ja nur rauf und runter. Genau, so, das werde ich jetzt machen.
Feuchten zu werfen. Also hier nicht, aber am Vorgewende, ich fahre einfach zweimal drumherum. Also halt im Vorgewende die Feuchte zu. Genau, und dann sehen wir, das geht. Aber wenn es ab und zu noch mal ein kleines bisschen schäufiger ist, dann fahren wir eine Welle langsamer und dann ist das gut. Aber das hat sich ärgern lassen wie verrückt. Von daher müssen wir nicht immer einen Schritt im Tank lassen hier beim Schlepper. Heute bin ich wieder am Land zurecht machen. Mit der Kombination, was habe ich gestern Nacht und heute Abend, morgen oder Mittag. Ja, ich habe spät angefangen, Nacht, also ja, war halt dunkel, richtig dunkel. Und dann habe ich die restlichen Vorgewände und so habe ich heute Morgen geackert. Oder dann hier so, habt ihr dann, da habe ich heute Morgen nur eine kurze Aufnahme gefilmt, die müsste jetzt hier auch in den Vlog noch kommen. Ja, jetzt mache ich das zurecht. Hier ist es schon sehr fein, aber unten ist es wiederum sehr, sehr grob und hier oben auf dem Kopf auch. Ja, mal sehen, das werde ich dann mit der Fahrgeschwindigkeit beim Sehen mit Kreisel, Hegel und Walze die Maschine dann anpassen. Ich
weiß ja nicht, ob ich es nochmal recht mache, aber ich glaube nicht, dass alles so viel Sprit. Ja, und super Effekt hast du auch nicht, wenn du dann nochmal durchfährst. Die mir bringt es halt jetzt nochmal richtig nochmal ein bisschen Struktur rein, das lässt sich gleich nochmal besser sehen dann. Ja, genau. Ja, wieder hier mit dem 90er. Hat der sonst immer eine Akku Plus gemacht, hat er so viele Jahre lang gemacht. Aber jetzt macht es halt der hier. Weil der Akku Plus ist weg. Ja, damit hat es mir immer noch mehr Spaß gemacht mit dem. Gut, der hat nicht so schön Berg hochgezogen, aber der hat wenigstens ein bisschen mehr geklungen wie der hier. Der hier, ja. Das ist ja ein neuer Schlepper, das ist ja auch einer. Ja, naja, ist ja egal. So machen wir das. Da mache ich die Brücke jetzt erstmal fertig zurecht und naja, sehen wir das.